Hallihallo am Freitagnachmittag. Schön, dass ihr mit mir ins Wochenende startet. Es geht gleich unter anderem um den Sexismus-Skandal rund um Tokias Olympiachef und romantisch wird's passend zum Valentinstag am Sonntag. Er war lange Geschäftsführer von McDonald's Österreich und bezeichnete sich selbst als übergewichtigen Fastfood-Junkie. In seinen 13 Jahren als Manager der Kette hat Harald Süker auch wirklich viel vom hauseigenen Essen verputzt. Dann kam irgendwann das Aus der Mackie-Karriere und er fing an, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Aber eine Umstellung seiner Essgewohnheiten folgte nicht. Ganz im Gegenteil, er entwickelte sogar eine eigene Fastfood-Diät. 40 Tage lang hat er bei seinem Selbstversuch nur Burger, Pizza und den ganzen anderen Kram gegessen. Begleitet wurde das Projekt von ÄrztInnen. Das Ergebnis? 10 Kilo abgenommen und sogar seine Gesundheitswerte haben sich verbessert. In seinem Buch Die Fastfood-Diät gibt er seine Erfahrungen jetzt weiter. Also wer sich traut, sollte sich das vielleicht mal zulegen. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, im Februar wird alljährlich der Black History Month gefeiert. Besonders in Kanada und den Vereinigten Staaten, aber mittlerweile auch in Österreich. Initiiert wurde diese Bewegung 1926 von Carter G. Woodson, weil er die Öffentlichkeit auf den Beitrag von AfroamerikanerInnen zur Geschichte der Vereinigten Staaten aufmerksam machen wollte. Zu dieser Zeit wurden die Geschichte und auch Traditionen der schwarzen Bevölkerung nämlich kaum bis gar nicht im Geschichtsunterricht behandelt. Auch in Österreich gibt es den ganzen Monat über diverse Podiumsdiskussionen, Online-Talks und andere Aktionen zum Black History Month. Und nicht vergessen, dass Black Voices Volksbegehren läuft und ihr könnt es in den nächsten Monaten in jedem Gemeinderat oder Magistrat und auch per Handysignatur unterschreiben und somit auch ein Zeichen gegen Rassismus in Österreich setzen. Bei einer Online-Vorstandssitzung hat Tokios Olympiachef ja einen sexistischen Kommentar abgegeben. Es ging um die geplante Verdoppelung der Frauenquote in Führungsgremien der Sportverbände auf 40%. Der Cheforganisator der Sommerspiele, Yoshido Mori, meinte dann, Frauen reden zu viel, weshalb Vorstandssitzungen so viel Zeit in Anspruch nehmen. Er hatte sich daraufhin zwar entschuldigt, aber gesagt ist gesagt. Heute erklärte er dann mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt, entschuldigte sich noch einmal für die Probleme, die er verursacht hatte und betonte außerdem, das Wichtigste ist, dass die Olympischen Spiele erfolgreich abgehalten werden. Als sein Nachfolger ist jetzt Berichten zufolge Sabudo Kawaguchi im Gespräch, Gründer der japanischen Fußballprofiliga und auch ehemaliger Präsident des japanischen Fußballvereins. In Japan werden Süßigkeiten produziert, die Wagashi heißen. Und davon werden, passend zur Pandemie, Sets verkauft mit Corona-Bildern. Sie sollen die Bevölkerung daran erinnern, wie man mit der Pandemie umzugehen hat und sicher zu bleiben. Unter den Motiven gibt es zum Beispiel eins mit Mund-Nasen-Schutz oder auch waschenden Händen. Jedes Zuckerl hat eine eigene Bedeutung, wie Kana Nakada, die PR-Managerin, erzählt. Die Idee dahinter war wohl, Menschen in dieser schwierigen Zeit ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Von Süßigkeiten geht's jetzt zu einer anderen, noch süßeren Meldung. In Nicaragua haben die Wachen des Ministeriums für Umwelt und natürliche Ressourcen gemeinsam mit jungen UmweltschützerInnen neugeborene Schildkröten bei ihrem Weg ins Meer geholfen. Es ist ein traumhaftes Szenario. Am Strand Nicaraguas watscheln da 602 Babys Richtung Sonnenuntergang ins Wasser. Laut einem der Wachen, Faustino Obando, sind dort schon um die 20.000 putzige Schildkröten geboren und allen wird, so gut es geht, geholfen. Die Regierung Nicaraguas, die ist wohl auch dahinter und unterstützt alle Organisationen bei der Erhaltung der Arten. Übrigens legen etwa 5 von 8 Schildkrötenarten weltweit ihre Eier auf den Stränden Nicaraguas. Am 14. Februar, also diesen Sonntag, wird weltweit die Liebe gefeiert. Aber in diesem Jahr können wir ja leider nichts draußen unternehmen. Feiern die Menschen in Österreich heuer trotzdem den Valentinstag oder fällt der ohne Candlelight-Dinner ins Wasser? Ach, ich glaube, da kann man sicher viele andere Sachen machen. Muss nicht immer das Restaurant sein.
ganz normal, gemütlich mit der Freundin zu Hause. Nichts, ganz normal, so wie immer. Ja, mit einer Frau, schön geblummen, aber wahrscheinlich zwei Tage später. Und nicht direkt am Valentinstag. Nein, das ist kein Feiertag für mich. Nein, ich würde auch sagen, es gibt schon noch andere Alternativen, die man trotzdem machen kann. Irgendwie ist es auch schwer im Moment, Leute kennenzulernen, also bin ich noch genauso einsam wie letztes Jahr. Wenn der Valentinstag der einzige Tag im Jahr ist, wo ich meiner Frau was Gutes tue, dann ist irgendwas verkehrt. Also, nein, also ist eher egal. Wir fahren zu den Eltern raus, werden uns vorher schnell testen, die Eltern genauso wie wir, und dass der Papa, also der Opa, mal wieder die Kleine sieht, und das war's dann. Na, schaut's an, die Liebe, die wird auch in Zeiten einer Pandemie gefeiert. Ist doch sehr, sehr schön. So, und das war's von Push für diese Woche. Aber wir sehen uns ab Montag wieder, wie gewohnt, ab 8 Uhr. Schönes Wochenende, schönen Valentinstag und frohes neues chinesisches Jahr wünsche ich euch allen.